Botschaft des Friedens, die er mir verkündiget hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht heilig und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Wie lang hab ich mühevoll gerungen, gesäuft unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Friede mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Sanft hat seine Hand mich berührt, er sprach: O mein Kind, du bist heil. Ich fasste den Saum seines Kleides, da ward seine Kraft mir zuteil. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Der Fürst meines Friedens ist da. Seine Stimme, sie rufen, den Frieden verleihe ich dir. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Besucher, schön, dass ihr hier seid, um Gottes Wort zu hören. Auch guten Morgen an die Zuschauer im Livestream, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte die Predigt wieder mit einer Anekdote beginnen. Und zwar spielt sie auch im Winter. Pastor ist morgens auf dem Weg zum Gottesdienst. Und der Winter war nicht so wie heute bei uns, trüb, aber plusgrade, sondern da gab es richtig Schnee und Eis überall, sogar der Fluss war zugefroren. Und mit dem Auto zur Gemeinde zu kommen, war undenkbar. Der Pastor will seinen Dienst aber nicht absagen, schnallt sich die Schlittschuhe an und skatet zur Kirche. Als er da ankommt, sind die Ältesten entsetzt. Was? Der Pastor ist eisgelaufen am Sonntag? Und nach dem Gottesdienst berufen sie dann eine Besprechung ein. Der Pastor erklärt, dass die Alternativen waren, entweder gar nicht kommen oder eislaufen, aber so richtig zufrieden waren sie damit noch nicht, bis dann einer der Ältesten die alles entscheidende Frage stellt: Hast du es genossen? Worauf der Pastor sagt: Nein, es war ganz schön stressig, ich musste ja noch meine Tasche irgendwie mitnehmen und ich hatte Sorge, zu spät zu kommen und gleichzeitig wollte ich auch nicht verschwitzt hier ankommen. Tja, und dann war das Ergebnis der Untersuchung: Dann war es wohl in Ordnung. Also, hast du es genossen? Nein, dann war es wohl in Ordnung. Gläubige haben manchmal etwas andere Ansichten von Freude als andere Menschen. Manchmal sind die leider völlig daneben, wie in dieser Anekdote. Und man kennt es durchaus, dass mancherorts Spaß und Freude kritisch und argwöhnisch beobachtet werden.
aber manchmal, und ich denke, das ist öfters der Fall, sind die Vorstellungen von Christen über Freude deswegen anders, weil sie weniger oberflächlich sind. Tiefere Freude ist nämlich im Gegensatz zum flüchtigen Spaß in unserer Gesellschaft doch recht wenig verbreitet. Ich habe das letzte Mal über das Verhältnis von Demut und Freude gesprochen und es ging darum, dass derjenige, der demütig zu Gott kommt, sich freuen kann. Er kann sich freuen über das, was Gott an ihm oder an ihr getan hat. Er kann sich freuen über das, was Gott aktuell in ihm wirkt und er kann sich darauf freuen, wie wunderbar Gott alles vollenden wird. Und eigentlich unbeabsichtigt bin ich für diese Predigt auf ein Thema gekommen, das wieder sehr ähnlich ist. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es der richtige Text ist, weil er für uns relevant ist, weil ich ihn auslegen kann und weil er mich selbst auch angesprochen hat. Der Text steht in 2. Korinther 7, Verse 5 bis 16. Und das Thema ist, durch Buße oder durch Umkehr von der Betrübnis zur Freude. Bevor wir uns den Text anschauen, in diesem Text kommen drei Charaktere vor. Paulus, Titus und die Korinther. Bevor wir uns den Text anschauen, will ich sie euch etwas vorstellen. Sonst können wir mit dem Text wahrscheinlich relativ wenig anfangen. Und überhaupt ist der 2. Korintherbrief so ein bisschen schwer zu verstehender Brief. Das liegt ein wenig daran, dass es auf jeden Fall der persönlichste Brief von Paulus ist und wohl auch der emotionalste. Und da ist es nicht immer leicht zu folgen. Und wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann bleibt man vielleicht mit dem ein oder anderen Fragezeichen zurück, was er eigentlich will oder sogar, was das eigentlich soll, was er da schreibt. An dieser Stelle möchte ich nur eben kurz Werbung machen für zwei Bücher, die uns jetzt nicht nur hier im Gottesdienst helfen können, wo der Prediger uns so die Hintergründe erklärt, sondern wo wir selbst auch nachlesen können, welche Hintergründe es gab von den biblischen Büchern, die uns einfach auch zu Hause helfen beim Bibellesen und beim Bibelstudium, damit wir da mehr verstehen. Und das Buch für das Alte Testament, ich glaube, der Patrick wird es sogar anstrahlen, heißt Von Adam bis Maleachi. Und das ist wirklich nicht übermäßig umfangreich, zum Beispiel zu Zephania, um den es letztes Mal ging, sind es gerade mal 4 Seiten und ich glaube dann doch, dass das die meisten von uns durchaus schaffen können, das noch zu lesen. Es ist eben dadurch bereichernd, dass man erstmal versteht, wie war die Situation und dadurch dann auch von dem Text, mit dem Text oft viel mehr anfangen kann. Bücher, die ich gelesen habe und die ich gut finde, wo ich denke, die können anderen auch weiterhelfen, von denen kaufe ich immer mehrere Exemplare, um die dann weiterzugeben. Insofern, wenn jemand Interesse hat, kann er einfach nach dem Gottesdienst direkt auf mich zukommen und das Buch abstauben. Wie gesagt, das war Altes Testament von Adam bis Maleachi und für das Neue Testament habe ich jetzt leider nicht dabei, heißt das Buch von Matthäus bis Offenbarung. Hier leider kein Giveaway. Aber auch dieses Buch ist zu empfehlen. Ich selber benutze dafür das Neue Testament eine andere Einleitung, aber dieses Buch von Matthäus bis Offenbarung ist auf jeden Fall das Buch, was ich einem Nicht-Theologen empfehlen würde. So, damit ist der Werbeblock auch schon beendet. Kommission bekomme ich keine. Zurück zu unseren Charakteren jetzt. Also fangen wir mal mit dem ersten an und das ist Paulus. Paulus hat einen ganz großen Teil im Neuen Testament geschrieben. Er war Jude, stammte aber nicht aus Israel, sondern aus der heutigen Türkei, war aber glaubensmäßig so interessiert und eifrig, dass er extra nach Jerusalem gezogen ist, um da das Alte Testament bei den Gelehrten zu erforschen.
Er war eifrig und man muss sagen, er war sogar fanatisch. Als die christliche Gemeinde entstand, hat er sie erbittert verfolgt. Doch dann ist Jesus ihm persönlich begegnet und Paulus hat sein Leben komplett verändert. Aber dieser Hintergrund, dass er es ursprünglich mal war, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat, der nagt so ein Stück weit sein ganzes Leben lang an ihm. Er weiß, es ist ihm vergeben und doch ist es so ein Schatten, der über ihm liegt. Und so bezeichnet er sich an einer Stelle als den geringsten von allen Gläubigen. Nachdem er jetzt aber Christ geworden ist, predigt er und er lernt von guten und weisen Brüdern wie Barnabas. Er entwickelt sich und gehört dann zu den Leitern der Gemeinde in Antiochia und schließlich wird er ausgesandt als Missionar nach Zypern, in die heutige Türkei und nach Griechenland. Und was an Paulus so besonders auffällig ist, ist sein großer Einsatz und sein gewaltiger Eifer für die Sache Gottes. Da ist kein anderer Apostel, der ihm irgendwie vergleichbar ist in diesen Dingen. Und so ein bisschen bin ich an dieser Stelle dann auch dankbar, dass wir auch in unserer Gemeinde mit Andreas so einen Pastor haben, der diese außergewöhnliche Einsatzbereitschaft für das Reich Gottes vorlebt. Aber zurück zu Paulus. Bei all dem, was er bewirkt hat, hat er kein leichtes Leben gehabt. Er beschreibt uns seine Bedrängnisse von außen und gibt uns auch Einblick, wie er mit sich selbst, mit seinem Leib, mit der Sünde ringt, um nicht einfach nur fromm zu reden, sondern tatsächlich so zu leben, wie Gott es möchte und wie es Gott gefällt. Und hier wollen wir schon mal einen kleinen Blick in unseren Text werfen, und zwar 2. Korinther 7, Vers 5. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Nanu, das ist der große Paulus. Der hat doch so gewaltige Dinge im Reich Gottes getan und doch war er irgendwie kein Superheiliger. Die gibt es ja in Wirklichkeit auch gar nicht, sondern nur solche, die sich so darstellen, wie unser Missionar Sieghard Pfeifle mal so schön gesagt hat, die sündloser als Jesus sind und heiliger als der Heilige Geist. Aber so einer war Paulus eben nicht, sondern er war authentisch und er lässt uns hier auch in seine Seele blicken, wie er zu kämpfen hatte zu dieser Zeit. Wie sehr er bedrängt war, das lesen wir ausführlicher in der Apostelgeschichte. Sein dreijähriger Dienst in der Stadt Ephesus war so wirkungsvoll, dass sich irgendwann die Silberschmiede und die Kunsthandwerker, die mit dem Götzendienst ihr Geld verdient haben, gegen ihn verschworen haben, weil er langsam ihre Einkunftsquellen gemindert hat. So einflussreich war sein Dienst damals. Ja, und diese Verschwörer, sie haben schließlich einen Aufruhr losgetreten und Paulus musste dann die Stadt Ephesus verlassen. Und davon war er nicht unbeeindruckt. Das liegt jetzt gerade unmittelbar zurück, als er den Brief schreibt. Er schreibt davon, dass er keine Ruhe hatte und Ängste. Aber das bezieht sich nicht nur auf das, was damals in Ephesus passiert ist, sondern als Gemeindegründer hatte er meistens nicht nur mit einer Sache zu tun, sondern Dinge zu regeln in ganz verschiedenen Gemeinden, um die er sich kümmern musste. Der zweite Grund, der ihn beunruhigte und ängstigte und wahrscheinlich viel mehr als die Sache, die da in Ephesus passiert war, war die Situation in Korinth, womit wir bei unserem zweiten Hauptcharakter sind. Die Gemeinde von Korinth. Die hatte Paulus im Jahr 50 auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Auch dort hat er außergewöhnlich lang gedient, ganze anderthalb Jahre am Stück. Und während Paulus dann diese drei Jahre in Ephesus war, hat er Nachrichten bekommen über Probleme in der Gemeinde Korinth und er schreibt ihnen ein mahnendes
schreiben, wie die Gemeinde mit denen umgehen soll, die sich Christen nennen, aber unzüchtig leben. Dieses Schreiben ist uns nicht separat erhalten geblieben. Die Verwirrung geht hier aber erst los und Paulus erhält mündlich, schriftlich und durch Abgesandte zusätzliche Informationen, wie es gerade läuft in der Gemeinde in Korinth, und er bekommt auch konkrete Anfragen zu Fragen, wo sich die Geschwister in Korinth nicht sicher sind, wie sie mit den Situationen umgehen sollen. Also schreibt Paulus nochmal. Und dieses zweite Schreiben ist unser erster Korintherbrief in der Bibel. In diesem Brief schreibt er zu ganz unterschiedlichen Problemen der Gemeinde. Und wegen dem, was es da so zu lesen gibt, hat die Gemeinde in Korinth eben den Ruf als die Skandalgemeinde in der Bibel. Mit diesem Brief schickt er, es gab jetzt nicht unbedingt so eine Post, sondern er schickt seinen Mitarbeiter Timotheus, dass er ja den Brief überbringt und auch erläutert im Zusammenhang. So, dieser Brief hat Eingang in unsere Heilige Schrift gefunden. Dieser Brief war vom Heiligen Geist inspiriert. Also in der Sache und in der Art und Weise stimmt in diesem Brief alles. Aber trotzdem hat dieser Brief erstmal gar keine wunderbare Besserung der Zustände bewirkt. Ist das nicht erstaunlich? Vielleicht muss das uns auch so ein Stück weit eine Lehre sein. Man kann alles richtig machen und trotzdem nicht den erwünschten Erfolg haben. Warum ist das so? Wie es auch damals war? Weil wir es mit Menschen zu tun haben. Und Menschen wollen manchmal einfach nicht. Nachdem dieses Schreiben und der Besuch von Timotheus also erfolglos geblieben sind, besucht Paulus selbst die Gemeinde in Korinth. Und das ist quasi der Tiefpunkt der ganzen Entwicklung. Es ist für keinen der Beteiligten ein schöner Besuch. Es entsteht viel Schmerz und Betrübnis. Paulus wird übel beleidigt und angegriffen und kehrt traurig nach Ephesus zurück. Es folgt ein drittes Schreiben von Paulus an die Gemeinde. Der sogenannte Tränenbrief, auch er ist nicht separat in der Bibel zu finden. Überbringer von diesem Schreiben war Titus, unser dritter Hauptcharakter, den wir gleich sehen im Text. Überlegen wir uns mal diese Situation. Ja, es brennt nicht lichterloh in Hinsicht, dass die Zeichen der Zeit da sind und dass die vierte und die fünfte Kerze quasi auch schon brennt in Vorausblick auf den Herrn, sondern es steht alles in Flammen. Ein großartiger Brief wie der erste Korintherbrief hat nichts gebracht. Paulus' bester Mitarbeiter Timotheus, und er lässt uns keinen Zweifel daran, dass Timotheus sein bester Mitarbeiter war. Keiner war so um die Gemeinden besorgt und hat sich so um sie gekümmert und sich um das Reich Gottes gekümmert. Der beste Mitarbeiter hatte keinen Erfolg. Er selbst reist dahin und hat keinen Erfolg. Was machst du da? Was kannst du jetzt noch tun? Was er macht, er schreibt nochmal eben diesen Tränenbrief. Ein Schreiben, wie er selbst beschreibt, das er unter vielen Tränen aufgesetzt hat, daher der Name, und in dem er sehr streng, grundlegend und ermahnend schreibt. Aber wen schickst du hin in diese Höhle des Löwen? Er selber konnte in dem Moment nicht oder hielt es für klüger, nicht selbst hinzureisen. Sein bester Mann hatte auch schon versagt. Weiß nicht, wenn du in der Situation wärst, wen würdest du aus dem Hut zaubern? Wen würdest du aus dem Ärmel schütteln, der jetzt einer solchen Situation gewachsen ist? Paulus sendet Titus. Und aus dem Neuen Testament wird deutlich, dass Titus ziemlich tough war. Gutes deutsches Wort ist mir hier leider nicht eingefallen. Er war ein Mann für die harten Fälle. Später wurde er nach Kreta geschickt, um dort die ganzen Dinge in Ordnung zu bringen, die im Argen lagen. Er muss auch ein Mensch gewesen sein, der außergewöhnlich geradlinig und vertrauenswürdig
war. Denn Paulus hat ihn beauftragt, die Spendenaktion für die leidenden Geschwister in Jerusalem in den Gemeinden vorzubereiten und später das Geld mit anderen zusammen einzusammeln. So, was jetzt dann passiert und wie dieser dritte Brief, der Tränenbrief, ankommt und was Titus ausrichten konnte, das schauen wir uns jetzt an in unserem Text. Wir gehen Stück für Stück durch, fangen an mit 2. Korinther 7, Vers 6. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Hieraus und Punkt. So. Aus diesem Text, aus diesem einen Vers, der erste Hauptpunkt für unsere Anwendung, der Trost durch treue Weggefährten. Paulus war bedrängt. Durch die Verfolgung in Ephesus, durch die Situation in Korinth, die so eskaliert war, sich zugespitzt hatte. Er hatte schon vorher, bevor er Ephesus verlassen musste, Titus losgeschickt, damit er die Dinge möglichst in Korinth in Ordnung bringt. Und jetzt muss er sich selber auf den Weg machen. Er muss Ephesus verlassen. Und was tut er als Gemeindegründer? Naja, es ist nicht so, dass er keine anderen Gemeinden hat, um die er sich kümmern kann. Und er weiß auch, er muss langsam Richtung Korinth, aber er nimmt nicht den Expressweg, sondern reist auf dem Land und hat auch da viele Möglichkeiten zum Dienst und vielen Gemeinden, denen er helfen kann. Deswegen geht es nicht so schnell voran. Und als er dann im Norden von der Türkei angekommen ist und immer noch nichts von Titus gehört hat, da wird er jetzt zunehmend beunruhigt. Er beschleunigt seine Reise, reist nach Griechenland weiter, da zuerst in den Norden, und da ist es endlich soweit. Er begegnet Titus. Und die Situation, die Verfassung, in der er war, fasst er so zusammen: Er beschreibt sich als einen Niedrigen. Und das ist nicht so, dass er hier seine tugendhafte Demut herausstellen will, sondern er beschreibt, wie es ihm ging. Er war down. Er war am Rackern, er war von außen bedrängt, er war von innen oder innerlich besorgt. Aber jetzt greift Gott ein, Gott tröstet. Und wir werden jetzt heute noch mehrere Punkte sehen, wie Gott tröstet und Freude schenkt. Aber diesen ersten Punkt, den wollen wir in dem Text nicht übersehen, nur weil er so kurz ist. Als erstes geht es gar nicht darum, wie es gelaufen ist in Korinth, sondern Paulus wird schon dadurch getröstet, dass in seiner Bedrängnis er auf einmal seinen treuen Weggefährten trifft. Und wenn selbst Paulus so einen Trost nötig hatte durch einen guten Bruder, den er trifft, wie viel mehr dann nicht wir alle? Gott weiß, dass wir diesen Trost, diese Ermutigung immer wieder brauchen. Und er schickt sie Paulus in diesem dunklen Moment. Und ist es nicht so, dass er auch vielen von uns treue Weggefährten geschickt hat zu seiner Zeit? Schätzen wir das wert? Also zuerst mal die Weggefährten, was sie getan hat, und dann noch einen Schritt weiter. Sehen wir vielleicht nur die Person, die gut zu uns war, die uns ermutigt hat, oder danken wir Gott dafür, dass er uns diese Personen ins Leben gestellt hat? Hier eine zweifache Anfrage an uns. Erstens, bist du für andere so ein gottgeschenkter Trost? Und zweitens, hast du solche gottgeschenkten Weggefährten? Oft bedingen sich die beiden Punkte. Beziehungen sind wechselseitig. Und ohne Zweifel hat unterm Strich Titus viel mehr von Paulus profitiert als Paulus von Titus. Wenn du dir jetzt diese zwei Fragen stellst, habe ich einen, bin ich einer, und du noch am Anfang deines Glaubenslebens stehst, dann kannst du das vielleicht noch nicht so richtig von dir sagen, dass du irgendjemandem quasi schon zur Seite stehst und den unterstützt. Und dann ist das auch okay. Aber schau dich um, wo da jemand ist, dem du zur Seite stehen kannst. Wenn du aber schon lange
gläubig bist und für keinen so ein Trost bist, dann bin ich überzeugt, läuft da was falsch. Bitte ärgere dich jetzt nicht darüber oder rede es dir nicht schön, indem du dir irgendwie doch aufreißt, naja, hier und da habe ich ja doch schon mal jemandem geholfen. Sondern gesteh es dir ein, nein, eigentlich ist das ein Problem und ich muss da weiterkommen und ich muss jemand sein, der andere Geschwister, Entschuldigung, unterstützt. Wenn du jetzt gar nicht so wirklich auf dem Weg bist, sondern nur mehr oder weniger so im Glaubensleben rumdümpelst, dann hast du vielleicht Mitdümpler, aber du hast keine Weggefährten. Was ich damit sagen will, die Qualität der Gemeinschaft ist dann ganz unterschiedlich. Aber wenn es jetzt ehrlich so ist, da ist keinen, den du hast, obwohl du aufrichtig unterwegs bist, obwohl du auf dem Weg bist, obwohl du nachfolgst, obwohl du es ernst nimmst und da ist irgendwie keiner, der Trost ist und der dir beisteht in deiner Situation, will ich dich einfach ermutigen und dir Mut machen. Schau dich einfach mal um in der Gemeinde nach meiner Erfahrung und auch nach meinem Vertrauen, das ich habe zu den Geschwistern, sind da viele, die gerne helfen. Ich komme zum zweiten Punkt, die Freude über Beziehungen, die erneuert werden. Ich lese einen Vers weiter. Doch nicht nur durch seine Ankunft, das war eben gerade der Punkt, sondern auch durch den Trost, womit er ist Titus, bei euch getröstet worden ist. Das schauen wir uns gleich im vierten Punkt näher an. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Das gucken wir uns jetzt an. Vers 5, Paulus ist am Boden zerstört. Vers 6, er wird getröstet. Und jetzt sind wir schon so weit, dass er sagt, er hat noch mehr Freude. Was für eine Veränderung. Und warum eigentlich? Warum kommt da so schnell so eine große Veränderung in Paulus auf? Nun, wenn Beziehungen Risse haben, und das war bei Paulus und den Korinthern definitiv der Fall, dann kann man die Sache jetzt einfach so laufen lassen. Man lässt alles abkühlen und existiert dann einfach möglichst höflich, distanziert, nebeneinander her. Ist halt so, schade, kann man nichts mehr machen. Von den drei Aussagen stimmt eine, schade. Ist halt so und kann man nichts machen, sind nur Ausreden dafür, nicht das Richtige zu tun. Und diese Kälte, dieses Distanzierte, dieses voneinander Abstand nehmen, das sehen wir bei Paulus und den Korinthern nicht. Und darin sind beide viel besser, als wir oft dazu neigen, mit gestörten Beziehungen umzugehen. Dadurch, dass sie sich nicht distanzieren, dadurch, dass sie nicht kalt werden. Was lesen wir von Paulus? Von Paulus lesen wir, er hat den Brief geschrieben mit vielen Tränen. Was lesen wir hier von den Korinthern? Sehnsucht, Wehklagen, Eifer. Beide sind nicht kalt, sondern sie sind bewegt von dem Bruch, der da eingetreten ist. Und das ist ein Schlüssel, wie der Bruch auch wieder gekittet werden kann, weil sie sich nicht damit abfinden, sondern damit ringen. Und wie Paulus und die Korinther nicht kalt und distanziert waren, ist auch der Geist Gottes nicht kalt und distanziert. Vielleicht bist du gerade auch in Bezug auf irgendjemanden in so einer Situation, wo eine gestörte Beziehung ist und die Reaktion von dir, von dem anderen, von euch beiden, wie auch immer, war, auf Distanz zu gehen. Dann hör wieder hin, was der Geist Gottes dir sagen will. Lass dir von ihm die richtige Einstellung geben, die nicht kalt ist, sondern bewegt ist, und sei mutig, Schritte zu machen. Paulus ist, wie gesagt, bewegt statt kalt und er bewegt sich auch. Er schenkt die Situation nicht einfach ab.
Ich habe ja genug andere Gemeinden, um die ich mich kümmern muss. Gott wird sich schon irgendwie auch um diese Gemeinde kümmern. Er wird sicherlich irgendjemanden senden, der hier wieder alles ins Lot bringt. Nein, er wird aktiv und er tut das Unbequeme. Und in seinem Fall musste er richtig streng werden. Und hier das Strengwerden bitte nicht falsch verstehen und vorschnell auf sich selbst beziehen, so wenn man vielleicht so ein bisschen frustriert ist. Ja, das sollte ich auch mal streng werden. Nein, Paulus war nicht gerne streng, sondern unter Tränen war er streng. Es ist auch fehl am Platz, in Ansichtssachen streng zu werden. Sowas sorgt nur für Reibung und Verluste, das bringt niemandem was. Giovanni, dass er jetzt zugeschaltet ist, das wusste ich nicht. Wenn wir telefoniert haben, ist in den letzten Gesprächen bei mir immer so ein bisschen eine Sache hängen geblieben. Und das ist, wenn er über Gemeinden spricht, die er beobachtet, wie er ausdrückt, wie es oft schade ist, wie sich Christen das Leben gegenseitig schwer machen. Und er sagt es in Bezug auf Italien, aber gerade weil mir das so einprägsam geworden ist, wollte ich es doch auch an uns weitergeben. Wenn wir streng sind in Ansichtssachen, in was auch immer, dann tun wir niemandem einen Gefallen und wirken nur Probleme. Wir werden durch das Wort Gottes eindeutig aufgefordert, dem Frieden nachzujagen. Und ich glaube, das ist ein sehr nicht passives Wort, nachjagen. Wir werden dazu aufgefordert, einander in gegenseitiger Ehrerbietung zu übertreffen. Wir werden aufgefordert, alles stehen und liegen zu lassen, besonders die frommen Dinge, wenn eine Beziehung gestört ist. Und wenn du in Bezug auf irgendeine Beziehung so kalt warst, vielleicht taut in dir langsam etwas auf, aber vielleicht hast du auch trotzdem noch Zweifel, dass alles wieder ins rechte Lot kommen kann, dann bitte Gott, der Herzen verändern kann, dass er in dir und in dem anderen wirkt und komm selber in Bewegung. Was ist der Ausblick, wenn wir uns so verhalten? Das ist eben diese radikale Umkehr, diese radikale Veränderung, die gerade mal zwei Verse braucht, von der Niedergeschlagenheit über den Trost zur Freude, ja sogar zu noch mehr Freude, wenn wir eben bereit sind, diesen biblischen Weg zu gehen, der vielleicht auch mal unbequem ist. Ich lese weiter und wir kommen zu Punkt 3. Freude über echte Buße, die aus Betrübnis folgt. Alle Punkte, die wir uns heute anschauen, sind wichtige geistliche Prinzipien, aber hier in diesem Text sind diese Verse und ist dieser Punkt doch der Kern. Deswegen ist er auch dem Predigtthema an sich so ähnlich. Ich lese 2. Korinther 7, Verse 8 bis 12. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt? Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also auch geschrieben habe, so geschah es nicht wegen des Beleidigers, auch nicht wegen des Beleidigten, sondern damit euer Bemühen um uns bei euch offenbar werde vor Gott. Wir haben hier gelesen von Betrübnis, die zur Buße führt und dadurch
zur Freude. Jetzt ist es so, das Thema Beziehungen ist sicher in der einen oder anderen Weise für alle Menschen relevant, nicht nur für Gläubige. Aber diese Prinzipien, die wir uns heute anschauen, die brauchen erstmal eine geistliche Grundlage, um sie überhaupt anwenden zu können. Was meine ich damit? Wie soll uns Gott erhören, wenn wir bitten, dass eine Beziehung wiederhergestellt wird, wenn der Weg zu ihm für mich noch gar nicht freigemacht ist? Oder wie kann ich mich, der ich kalt bin und distanziert bin, wie kann ich mich vom Geist Gottes bewegen lassen, wenn ich den Geist Gottes noch gar nicht habe? Und die Wahrheiten, die wir in diesem Text gelesen haben, die werden zwar speziell auf Beziehungen angewendet, sind aber allgemein gültig. Und es ist allgemein gültig, bevor wir gerettet werden können, müssen wir erstmal betrübt werden. Und zwar nicht irgendwie betrübt, sondern gottgemäß betrübt. Wir müssen uns vom Wort Gottes sagen lassen, dass wir Sünder sind, dass wir Verlorene sind, dass wir auf dem Weg ins Verderben sind. Und wer könnte sich über sowas schon freuen? Natürlich bewirkt das Betrübnis. Aber wenn sie Gott gemäß ist, also wenn du richtig drauf reagierst, dann führt diese Betrübnis dadurch, dass du dich selbst erkennst, dass du es dir eingestehst und dass du eben Buße tust. Und dieses ist es, was er sagt, was er meint, wenn er sagt, dass es nie zu bereuende Buße zum Heil ist. So. Also diese Betrübnis ist notwendig für uns alle. Diese Betrübnis, die bewirkt Umkehr. Und diese Umkehr, wenn wir denn umkehren, die beantwortet Gott dann damit, dass er dir das Heil gibt. So, für uns als Christen dürfte dieses Prinzip Betrübnis, Umkehr, Heil eigentlich nichts Neues sein, weil wir das in unserer Bekehrung schon erlebt haben. Ich musste ermahnt werden, dass ich ein Sünder bin, ich musste betrübt werden durch diese Botschaft. Und dann bin ich umgekehrt und Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. So, und wie ist es jetzt, wenn konkret was ansteht, wenn ich konkret ermahnt werde in Bezug auf eine konkrete Sünde, nicht nur so allgemein, ja, du bist Sünder, wie wir alle auch, kein Problem, ne, betrifft uns ja alle, sondern wenn du konkret angesprochen wirst, dass in deinem Leben was nicht stimmt, dann wollen wir uns nicht mehr betrüben lassen, dann wollen wir nicht umkehren. Ob wir es dann wirklich verstanden haben, was die Bekehrung eigentlich bedeutet, ob wir dann wirklich aus dem raus leben, was wir angefangen haben, oder ob wir doch noch mehr das alte Ich leben als das neue. Wir können auf Betrübnis gottgemäß reagieren. Das führt dazu, dass die Beziehung heil wird. Oder wir können der Welt nach auf die Betrübnis reagieren. Das führt zum Tod der Beziehung. Das war kein einfacher Weg, wie Paulus und die Korinther wieder zusammengekommen sind. In Vers 11 lesen wir, was diese Betrübnis bewirkt hat durch diesen strengen Brief. Und da sind zuerst keine positiven Begriffe. Er leitet das so ein, ja super, was die Betrübnis bei euch bewirkt hat und was kommt dann? Verteidigung und Unwillen. Also sie haben sich selbst verteidigt und wollten das nicht hören, was Paulus sagt. Das war ihre erste Reaktion auf die Betrübnis. Stark, oder? Aber irgendwie muss das der Anfang von allem gewesen sein, denn es fängt sich an, was zu bewegen und deswegen stehen diese Begriffe am Anfang von dieser Kette, die immer positiver wird. Und als nächstes steht Furcht und dann steht Sehnsucht. Das sind ganz personale Begriffe und über das Persönliche haben wir uns gerade im Punkt davor schon Gedanken gemacht, wie eben Paulus und die Korinther doch aneinander gehangen haben, trotz allen Problemen, die da waren. Und dann geht es weiter, dann muss irgendwann die Einsicht eingekehrt sein, dass sie ganz schön daneben gelegen sind. Und dann ist die Folge Eifer und Bestrafung. Also sie werden tätig und bringen die Dinge in Ordnung, wo der Apostel gesagt hat, sorry Leute, die Dinge, die gehen gar nicht, die sie erst nicht hören wollten, jetzt ist die Einsicht doch da. Und sie sagen nicht nur ja, okay, sondern sie werden wirklich tätig.
Da ist Einsicht und Umkehr, die ist nicht halbherzig, sondern echt, wie man an dem sehen kann, was sie tun. Die Korinther sind zuerst nicht geistlich mit dieser Betrübnis umgegangen. Sie haben sich verteidigt und sie waren unwillig. Und auch für uns gibt es da Gefahren. Wenn wir so betrübt werden, dann gibt es eine Weise, wie wir damit umgehen sollten. Wir sollten in uns gehen, wir sollten uns prüfen, wir sollen einsichtig sein. Aber wozu neigen wir stattdessen? Wir suchen uns doch gerne Unterstützung und Bestätigung. Hey, hör mal, was der mir gesagt hat, aber wie ich mich verhalten habe, das war doch eigentlich richtig, oder? Wozu soll das gut sein? Wir sehen in der Bibel eindeutig das Prinzip, dass Beziehungen zwischen den Betroffenen zu klären sind und nicht, dass sie breit zu treten sind. Manchmal ist es so, das kommt trotzdem nicht zur Lösung zwischen den beiden. Wen holt man sich dann ins Boot? Na, ein Mittler, der kann helfen. Aber was soll uns bitte ein Parteigänger helfen, der uns nur das sagt, was wir hören wollen und der uns bestätigt und der andere hat auch einen, der ihn bestätigt? Das bringt doch wirklich nichts, wenn wir uns Unterstützung, Bestätigung suchen, sondern wir müssen uns prüfen und einsichtig werden. Vers 9 redet Paulus noch davon, dass die Korinther von Paulus keinen Schaden erleiden werden. So, warum Buße oft ein unbeliebtes Thema ist, weil man Buße, also eigentlich eine geistliche Sache, dann doch auf weltliche Weise auslebt. Was meine ich damit? Es ist dann oft so, dass es bei der Buße einen Sieger gibt, also den, der ermahnt hat, und einen Verlierer, also den, der Buße tun muss. Aber davon finden wir in unserem Text absolut nichts. Was Paulus sagen will, dass sie keinen Schaden erleiden werden, die Korinther, dass jetzt keine Abrechnung folgt, so nach dem Motto, ja, habe ich euch doch schon lange gesagt, was fällt euch ein und überhaupt, was ist los mit euch? Nein, sie haben Buße getan, damit ist alles geklärt. Es gibt keinen Grund, irgendjemanden runterzumachen. Tja, jetzt ist die Frage an uns, an mich, an dich. Wirst du einsichtig sein? Wirst du umkehren? Wir haben die Alternativen klar gesehen. Ohne Umkehr bleibt Betrübnis und das führt zum Tod der Beziehung. Wenn du aber umkehrst, wirst du Freude erleben. Es wird zur Freude führen und du kannst so überschwänglich wieder miteinander umgehen, wie wir das hier bei Paulus sehen, wie er über die Korinther schreibt. Wenn es jetzt bei dir so ist, dass Gott eine konkrete Beziehung in dein Bewusstsein gerückt hat, die nicht heil ist, dann verhärte jetzt bitte dein Herz nicht. Rede dich nicht raus, dass deine Situation ja doch irgendwie ein bisschen anders ist, sondern geh in dich, kehr um und bring die Beziehung wieder in Ordnung. Punkt 4, Freude mit anderen. Ich lese ab Vers 13. Deswegen sind wir getröstet worden, außer unserem Trost aber freuten wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden. Sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden. Den Vers 14 lasse ich gleich erstmal aus. Wir greifen den aber gleich später beim fünften Punkt noch auf. Und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Titus hatte einen harten Job. Aber letzten Endes wurde er durch diesen Job erquickt. Also um es mit einem Wort zu sagen, das es heute auch tatsächlich noch gibt. Er wurde belebt oder er wurde erfrischt. Er ist den Korinthern jetzt sogar richtig zugetan dafür, wie sie reagiert haben. Und hier zu dem, was wir gelesen haben, nur kurz drei Anstöße aus dem Text. Ein wichtiges
Merkmal des Miteinanders in der Gemeinde ist es, gegenseitig aneinander Anteil zu nehmen. Wie schade ist es, wenn jemand was Tolles erlebt hat oder auch wenn er was Trauriges erlebt hat, das mitteilt und keiner reagiert. Die Bibel sagt uns ganz im Gegensatz dazu, dass wir uns mit den Freuenden freuen sollen und mit den Weinenden weinen sollen. Dann sehen wir, Paulus hat Freude dran, dass Titus sich im Dienst bewährt und dass er gewachsen ist. Man sieht, wie Titus gewachsen ist in seiner Liebe zu den Geschwistern in Korinth und auch im Vertrauen ihnen gegenüber. Und wir sehen auch, wie Paulus sich freut über den Segen, den Titus erleben durfte. Da ist keine verkappte Missgunst, kein erhobener Zeigefinger, der sagt, ja, jetzt bleib mal schön auf dem Teppich mit dem Erfolg, den du jetzt hattest. Es werden noch ganz andere Zeiten kommen. Auch scheint es Paulus nicht nötig zu finden, sich selbst wichtig zu machen, so nach dem Motto, naja, eigentlich hat ja mein Brief die ganze Arbeit gemacht. Und das wäre ja sogar korrekt gewesen. Aber so denkt er eben nicht. Er gönnt Titus den erlebten Segen. Letzter Punkt. Freude über bestätigtes Vertrauen. Vers 16 und eben zum Zusammenhang nochmal Vers 14. Denn wenn ich ihm, also wenn ich Titus etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zuschanden geworden, sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden. Vers 16, ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Ja, Vers 16 könnte man sagen, kann man ja leicht sagen, nachdem alles gut ist, dieses Zutrauen. Aber besonders Vers 14 liest sich absolut erstaunlich, wie ich finde. Ich konnte erst mit dem Vers wenig anfangen. Also während Titus am Anfang wohl eher skeptisch war, in Bezug auf diese Beziehung zu den Korinthern und ob da noch was zu machen ist, ob diese Begegnung wirklich noch zu was führt und wohl nicht so großes Vertrauen hatte, sehen wir bei Paulus, dass trotz allem, was da vorgefallen war, und das war ja gewaltig viel und die Situation war wirklich verfahren, dass er dennoch optimistisch war und zwar die ganze Zeit optimistisch war in Bezug auf die Korinther. Und eben auch nicht zu Unrecht. Diese Vorschusslorbeeren haben sich als gerechtfertigt erwiesen. Jetzt könnte man sagen, okay, der eine ist Optimist, der andere ist Pessimist, aber das wird hier völlig an der Sache vorbeigehen. Paulus hat in diesem Punkt einfach nur geistlich gedacht. Er selber war es ja, der geschrieben hat, dass wir einer vom anderen, so, dass wir höher vom anderen denken sollen als von uns selbst und dass wir uns gegenseitig in Ehrerbietung übertreffen sollen. Und das lebt er hier eben auch. Und da kommt noch ein wichtiges theologisches Argument dazu. Wie kann ich kein Zutrauen haben, dass, wo jetzt doch der Geist Gottes in dem anderen wirkt? Der hat doch auch mich, der ich ein toter Stein war, lebendig gemacht. Wieso habe ich dann kein Zutrauen, dass der Geist Gottes auch in dem anderen wieder wirkt? Und deswegen als Ermutigung und auch als Anstoß richtig zu denken. Nimm Situationen nicht einfach so wahr, so Beziehungen, dass du sagst, es ist alles verfahren, es ist aussichtslos, sondern denk doch größer. Denk größer, weil Gott dabei ist. Die Korinther haben sich bei allen Verirrungen, die da aufgetreten sind, letztendlich durch Gottes Wirken in der Situation bewährt. Die Frage ist, ob du auch dieses Vertrauen hast, das wir bei Paulus finden, das Vertrauen zu Gott und das Vertrauen zum anderen. Paulus hatte beides. Jetzt kann man hier nämlich wieder schön so einen frommen Spruch raushauen, der so richtig klingt, so nach dem Motto, ja, auf Menschen kann ich nicht vertrauen, ich kann nur auf Gott vertrauen. Dann redest du so wie die Empfänger vom ersten Johannesbrief, die meinten Gott zu lieben, aber ihre Geschwister nicht geliebt haben. Und Johannes muss ihnen entgegenhalten, eure Liebe zu Gott ist tot, wenn ihr eure Geschwister nicht liebt. Und genauso ist das Vertrauen auf Gott nur bla bla, wenn wir dem Vertrauen seines Geistes, wenn wir dem Wirken seines Geistes nicht vertrauen und wenn wir kein Zutrauen zu unseren Geschwistern haben. Also nach der Ausrede nochmal die eigentliche Frage, bringst du wie Paulus dieses Vertrauen zu Gott und zu dem anderen auf?
Und auch in diesen Versen finden wir natürlich wieder das Schlagwort Freude. Jetzt kann man sagen, naja, so Vertrauensvorschuss ist nicht so mein Ding. Ich kann mich auch freuen, wenn ich positiv überrascht werde. Klingt ja auch nicht so schlecht, aber ich kann dem hier nur ganz deutlich widersprechen. Wie bei allen Punkten, die wir heute gesehen haben, ist die Freude nicht einfach Zufall, sondern die Freude folgt daraus, den biblischen Weg zu gehen. Und den biblischen Weg sehen wir hier am Vorbild von Paulus. Deine Überraschungsfreude wird nie diese Dimension haben wie Paulus Bestätigungsfreude, weil sie nicht auf dem richtigen Fundament gründet. Ich komme zum Abschluss. Das Verhältnis von Paulus und den Korinthern war in einer schweren Krise. Wir haben gesehen, wie die nötige Betrübnis zur Umkehr und damit zur Freude führt. Und dazu fasse ich die einzelnen Punkte nochmal kurz zusammen. Punkt 1, der Trost durch treue Weggefährten. Danke Gott für den Trost, den er dir schon geschenkt hat und auch weiterhin schenkt, durch Geschwister. Schau dich um nach Weggefährten und sei selbst so ein treuer Weggefährte. Punkt 2, die Freude über Beziehungen, die erneuert werden. Sei nicht kalt und distanziert, wenn Risse in eine Beziehung treten, sondern lass dich von diesem Bruch bewegen und beweg dich zum anderen hin, auch, und das ist immer unangenehm und unbequem, aber mach das trotzdem. Bete, dass Gott kalte Herzen auftauen lässt. Dieses Verhalten führt letztendlich, auch wenn es unbequem ist, zur Freude. Punkt 3, Freude über echte Buße, die aus Betrübnis folgt. Fundamental, das habe ich schon mal gesagt, für all diese Schritte in Bezug auf Beziehungen ist erstmal, dass du betrübt bist über die Sünde, die in deinem Leben ist, und dass du zu Gott umkehrst und dass er dir neues Leben schenkt. Auf diese unbequeme und nicht schöne Aussage, dass du dich vom Wort Gottes als Sünder bezeichnen lassen musst. Wie wirst du darauf reagieren in deinem Herzen? Wirst du mit Einsicht und Umkehr darauf reagieren? Und jetzt auch wir als Christen, wo wir betrübt wurden, wie werden wir darauf reagieren? Werden wir mit Einsicht und Umkehr reagieren? Wie du dich entscheidest, führt entweder dazu, dass die Beziehung heil wird oder dass sie stirbt. Sie führt entweder zur Freude oder zur Bitterkeit. Punkt 4, Freude mit anderen. Nimm Anteil an den Hochs und Tiefs der Geschwister. Freu dich von Herzen, wenn es dem anderen gut geht, und meine nicht, du selber hättest es dann erst recht verdient. Punkt 5, Freude über bestätigtes Vertrauen. Nimm dir ein Beispiel an Paulus und vertraue selbst in schwersten Situationen auf Gott und hab doch Zutrauen zu dem Bruder und zu der Schwester. Auch hier wirkt es, wenn wir die richtige Einstellung haben, am Ende wieder Freude. Am Ende von seinem Leben hat Mose zum Volk Israel gesagt: Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch, so wähle das Leben. So könnte man quasi sagen, habe ich euch in Bezug auf Risse in Beziehungen zu Geschwistern heute heil werdende Beziehungen und sterbende Beziehungen vorgelegt. Freude und Bitterkeit. Wählt aber die Freude. Entscheiden müsst ihr es, entscheiden müssen wir es. Nicht nur einmal, nicht nur ein guter Vorsatz, sondern immer wieder, dann wenn es knatscht und wenn es unbequem wird. Salz im Himmel,
Tag war, herrschte auf Erden die dunkelste Nacht. Da wurde Jesus als Mensch geboren. Er hat uns Gnade und Wahrheit gebracht. Das Wort wurde Fleisch und das Licht wohnte bei uns. Es scheint in der Nacht für uns geboren, für uns gestorben. Gestorben, er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab. Am dritten Tag ist er auferstanden. Eins wird er kommen, welch herrlicher Tag, welch herrlicher Tag. Herrlicher Tag. Shut up.